Moin Freunde! Hoppala! Willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Ich bin Simsonito. Heute fahren wir mal mit Amelie essen. Ja, es wird bald ein Garagenvideo kommen, weil ich habe mir jetzt eine Garage zugelegt. Von da fahren wir auch gerade los. Swoof ist auch dabei, aber der fährt gleich woanders hin. Boah, es ist ungewohnt, ey. Ich glaube seit einer Woche? Ja, eine Woche kam jetzt schon kein Video mehr. Bisschen bescheiden. Wie ihr seht, ist es auch nass noch auf der Straße, ist halt nicht so schön. Und es wird auch nicht besser. Deswegen müssen wir jetzt immer gucken, wie wir die Moto-Vlogs machen oder generell die Videos. Weil TikTok ist auch inaktiv geworden. Macht mich sogar ehrlich gesagt ein bisschen traurig, weil ich gerne Videos gemacht habe oder gerne mache auch. Aber heute lösen wir mal Amelies Geburtstagsgeschenk ein. Boah, ist so brutal rutschig, ne? Weil sie von mir noch nichts wirklich bekommen hatte. Und habe ich mir gedacht, wir wollten eigentlich in Göttingen essen gehen, aber es ist ein bisschen blöd bei dem Wetter. Und dachte ich mir, gut, hier gibt es auch ein echt geiles Restaurant. Dann gehen wir halt hier hin. Hat sie gesagt, das war sie auch erst einmal, glaube ich, war sie mit mir da. Glaube ich. Ja. Heute fahren wir doch mal alleine hin. Ah, schauen wir noch. Ah, Heinrich schafft sie. Oh doch, er hat es auch geschafft. Fahr jetzt mal hier auf die Schnellstraße schnell lang. Wird schlimm. Ja, Freunde, bald gibt es eventuell auch ein paar Videos, wo wir Amelies Simson umbauen, weil Amelie wird, denke ich mal, demnächst auch eine holen, wenn sich dann mal wieder eine gute kommt. Wir hatten nämlich eine, aber die war sehr schnell weggegriffen. Die war bei uns in der Nähe auch. Auch zu dem Preis, wie ich meine geholt habe und von dem Zustand. Also stand da, als das neu gemacht wurde. Wir hatten so, konnten sie uns leider auch nicht angucken, weil die halt dann so schnell weg war. Und lassen wir mal hier, fahren wir rüber. Heinrich bettelt sich mit einem Autofahrer. Und ja, vielleicht holen wir bald demnächst eine. Werde ich euch, denke ich mal, auch mitnehmen, wenn wir ein paar Umbauten machen, weil sie wird die dann, denke ich mal, bei mir abstellen. Ich glaube, Heinrich fährt jetzt gerade weiter. So. Ach Freunde, dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich beim Essen wieder. So Freunde, wir wollten jetzt gerade waschen, beziehungsweise wollen wir auch waschen, aber wir haben beide kein Kleingeld, weil ich mein Kleingeld immer in meine Kasse da reinmache und mein Kleingeld spare. Sie hat auch kein Kleingeld mehr. Das ist außer 50 Cent. Jetzt muss ich kurz Scheine umwandeln gehen, aber du kannst schon mal da in die Waschbox schieben. Simon? Die Frau ist da dran. Aber zwei Waschchips sollten reichen. Oh, gibt es noch irgendwas, was ich brauche hier vielleicht? Nein. Oh, hier gibt es dieses 1,7 trinken. Hallo? Zwei Waschchips bitte. Entschuldigung. Alles gut. Ich hab grad was im Radio gehört, da dachte ich mir noch, also ich will da gehen zurück. Echt? Ein Exorzist oder ein Priester hat einen Exorzismus fortgefahren, da weißt du, wo das Tor zur Hölle ist und solche Geschichten in Wien. Die ganze Zeit immer an Kopf hat, oder? Ja. Verrückt. Dankeschön. Hä? Ich weiß jetzt nicht ganz, was sie von mir wollte. Ups. Egal. Hi.
Machen wir gleich zwei hier rein. Wir nehmen mal intensive Vorreinigung. Sehr intensiv auch. Also ich merke, wie intensiv diese Vorreinigung ist. Wow. Oh mein Gott. Ich habe noch nie etwas Intensiveres gespürt wie das. Wir nehmen Pauschaum. Aua. Das ist Power. Ah! Machen sie einmal komplett weiß. Voll auf Scheiße ausgerutscht. Schön einschauen. Es kommt kein Schaum mehr! Wofür gebe ich denn hier Geld aus? Gut, andere Seite. Dreh weiter. So, fleckenfrei spülen. So. Jetzt kommt Schaum raus. Wieso kommt denn jetzt da Schaum raus? Mach hier unten noch mal ein bisschen Motorwäsche. Weil wenn du nur, dass du den Strahl so an hast, kannst du richtig gut Vergaser reinigen. Weil die ja immer so dreckig sind. Oder hier so ein bisschen machen. Dann gehen die Muffen nicht kaputt. Dann kannst du hier auch einmal richtig schön sauber machen. Schmutzfänger muss auch unbedingt wieder sauber. Vollspeed. Müssen wir wieder abbremsen. Was soll das machen? Ah, scheiße. Schön, schön. Soll. Soundcheck, Jungs. Es macht Krach in der Nacht. Dann fahren wir wieder mal in die sexy Garage. Ich wollte eigentlich auch neue Reifen mal drauf machen, weil die halt nicht so toll sind. Da hinten ist schon wieder gelb. Machen wir nächsten Monat. Im Winter habe ich auf jeden Fall was Größeres geplant mit dem Moped. Ja, Freunde, sind wir auch schon fast angekommen. Vielen Dank fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich mega freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Ciao, Leute.